So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Workers and Resources Sowjetrepublik. So, wir müssen nochmal, lassen nochmal die Straße hier mal kurz, modifizieren, auch wenn es ein bisschen doof teuer ist. So, dahin und dahin, ne? So. Warte mal, dann müssen wir das mal, können wir doch mit, zahlen wir das mit Dollars einmal und das hier genauso. So, fertig, ne? Ja, super. Jetzt rauschen wir mich hier mit volle 70 Klamotten dahin, nicht? Das ist doch gut. Was kriegen wir denn hier rein? 4600, das ist natürlich nicht viel. Aber wir haben gesagt, unseren Tankwagen, der ist unterwegs und der schafft natürlich auch nicht was weg. Jetzt wollen wir natürlich sehen, dass wir von mir aus noch einen weiteren fahren lassen hier. Die Frage ist nur, haben wir genug Kohle dafür? Das ist nämlich diese da, ne? Was kostet der? 6,5. Ja, Freund, der ist natürlich teuer, ne? Ja, ja, jo. Aber die bringen natürlich Kohle rein. Wir kaufen noch so einen und noch Güterwagen. So. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, auch wenn es nicht viel ist, aber immerhin etwas. So, Tankwagen. Eins. Haben wir noch genug Kohle für einmal? So, siehst du. Wir sind fast pleite. Das ist natürlich jetzt doof, aber andersrum. Wir werden dem auch mal sagen, wir suchen wir natürlich, müssen wir den anderen nochmal suchen, ne? Was ist denn der andere? Zug, aber ganz in Karte. Wo ist er? Wo ist er? Der hat gerade abgeliefert, bestimmt, ne? Wo ist, wie heißt der? Ach, wie heißt denn der noch? Warte mal, stopp, ich muss mal gucken, was das ist. LV10. So, ganze Karte, LV10. So. Der fährt da rum, ne? Das ist, ja genau, siehst du, der hier. Kopieren wir das einmal. Ach, Miste. Warte mal. So, nochmal. Zack, kopieren auf diese Lok hier. Wupp, fertig. So, der lässt gerade Benzin ab. Jetzt können wir den ja starten, ja? Der fährt los. Wir sind ja schon Dezember 62. Okay, ich meine, da ist noch nicht viel passiert. Also wir haben schon eine ganze Menge gebaut, für das wir hier erst im Jahr 62 sind, ne? So, mal gespannt. Das gleiche, ne? Fast 80.000. Und das ist schon cool, ne? Also da sagt man schon nicht nee zu. Der macht sich auf den Weg. Super, wir müssen erstmal hier sehen, dass wir hier unten noch was gemacht kriegen, hier unten. Weil hier fehlt alles Mögliche. Ne? Kindergärten fehlen hier, wir brauchen was zu essen, zu trinken und so weiter. Das müssen wir natürlich hier unten einbauen. Und zwar Ausrüstung für die Bürger. Wir brauchen einen Supermarkt, ein kleines Einkaufszentrum. Die Frage ist, wo machen wir das hin? Wir haben ja keinen Platz hier, ne? Also irgendwie ein bisschen, gerade ein bisschen, das hier unten können wir eigentlich wegreißen, ne? Oder? Einmal stopp. Das sind doch irgendwie Anlage. Das kann eigentlich weg hier. Ja. Das reißen wir mal komplett weg hier. Ja. So. Dann haben wir Platz für solchen Krams. Einkaufszentrum. Straße. So. Da wird das hinpassen. Achso, wir haben keine Bagger an so Krams. Ach, großartig. Machen wir mit Dollars, ja, okay, auch wenn die Dollar-Geschichten ein bisschen, ja, naja. Damit hinpassen. Okay, wupp, das Ding steht. So, das haben wir gebaut. Jetzt müssen wir sehen, ich weiß nicht, kriegen wir. Was ist denn hier? Können wir da nicht noch was bauen? Also hier würde auch was hinpassen, ne, irgendwo? Da, guck mal, da passt es auch hin. Aber wir brauchen das hier auf der anderen Seite, ne? Wir wollen die Leute ja schon alle glücklich machen. Aber die können wir auch mal umsiedeln lassen hier oben, ne? Zum Beispiel die hier, zum Beispiel, die können wir mal umsiedeln lassen. Hier ist auch noch so eine Anlegestelle, die kann auch weg. Ich muss hier kurz mal ein kleines Schiff machen. Sorry, Mensch, ich muss hier ein bisschen... das können wir später noch wieder umbauen. Ein kleines Einkaufszentrum bauen wir hier nochmal hin. Warum will er das nicht bauen? Weil Wasser im Weg, oder was? Wegen Wasser, okay. Kann ich nicht gebrauchen, wegen weil.
andere Struktur. Aha. So, vielleicht jetzt? Jetzt, ach, das geht. Jetzt würde er es dahin bauen wollen. So, gebaut. Das haben wir auch gebaut. Wir müssen mal sehen, das war im Kindergarten. Das war ja Bildung, ne? Bildung, 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 Bildung ist da. Kindergarten. Was kostet der Kleine? 9000 etwa. Der ist nicht so teuer. Kindergarten ist nicht so teuer. Da müssen wir bloß einen Platz finden, ne? Also hier wird es gehen. Wir wollen die aber irgendwie ein bisschen dichter ran haben, ne? Dass wir auch die Leute hier mal abgegriffen kriegen. Ach Gott, wo bauen wir den denn hin? Wo bauen wir den Kindergarten denn hin? Was ist denn hier vorne? Wenn wir hier den Kindergarten hinbauen? Zack. So. Kindergarten wird da gebaut. Super. Dann müssen wir sehen, dass wir hier eine Taverne bewahren. Auch stimmt. Bildung, Bildung, Bildung. Kleine Lebensmittelmarkt. Wo ist denn die Taverne? Da. Die Kneipe. Oh, die passt sogar hier rein. Da. Bob, da ist die Kneipe. Oh, jetzt kriegen wir, glaube ich, die Straße da nicht hin, ne? Ich habe so das Gefühl, die Straße kriegen wir da nicht hin. Sehr cool. Oder weniger cool, wenn man so schön will. Warte mal, geht das hier hingebaut? Da, super. Passt auch. Wir sollen mal sehen, dass wir hier nach Straßen gebaut bekommen. Und mir Wege. Fußwege. Lass mal laufen hier, ne? Fußwege. So, zack. Da ein Fußweg hin. Von mir aus auch. Da noch was hin. Hier oben müssen wir auch noch einen Fußweg rausbauen. Das mal so. Ne, warum nicht? Echt nicht? Okay. Ah, kein Problem. Reißen wir da wieder was ab, ist ja kein Thema, ne? So, jetzt geht das nicht da. Zack. Es geht nicht. Es geht. Na gut, dann geht's eben nicht. Ach, hier vorne ist auch noch einer. So. Da nochmal hin. Da nochmal hin. Jetzt haben wir hier unten auch noch. Warte mal, das müssen wir mal. Warum nicht? Warum willst du da nicht hin? Weil andere Struktur ist im Weg. So besser? Alles klar. Jetzt können wir nämlich mal hier hinten rüber. Zack. Alles ein bisschen verbinden hier, ne? Von mir aus da nochmal rüber, ne? Oder wir können das auch. Können wir nicht so, so. Ja, siehst du wohl. Dahin, ne? So. Verbinden wir das auch nochmal. Machen wir nie so schnell hier. So, das haben wir, haben wir, haben wir. Kindergarten. So. Da passt es hin. So, und dann von mir aus da nochmal hin. Jetzt müssen wir schon mal die halbe Miete haben, sozusagen. Jetzt haben wir nämlich hier schon mal Lebensmittel. So. Grenzen wollen wir es nicht. Das haben wir hier oben genauso nochmal Lebensmittel. Da können wir nochmal einen LKW runterschicken. Oder zwei, wenn man so will. Ne? So, Käufer und so weiter sind da. Ich hoffe, das wird sich jetzt hier einpendeln. Die brauche ich auf jeden Fall, wie gesagt. Der Kindergarten müsste. Ach, da fehlt noch was. Warte, da müssen wir nochmal gucken. Sehen, ob wir die Straße überhaupt hingebaut kriegen. Nicht, natürlich nicht. Das war so klar. Jetzt heißt es. Mal schauen, was macht das hier? Wie wir wohnen denn hier? Da wohnt einer. Verlegen wir doch mal dahin. So. Ja, kann. So, zerstört man. Und das wohnt. Hier wohnen drei. Verlegen wir mal dahin. Das Haus kann auch weg. So. Wupp. Zack. Es wird gespeichert gerade. Das ist doch kurios. Jedes Mal, wenn man so schön in Gang ist, ne, dann bob, wird gespeichert. Ich meine, ist ja toll. Ne? Also, dann passieren uns nicht so eine Katastrophen, dass das Spiel auf einmal abstürzt und sowas. Und wir stehen da und haben nichts auf einmal. So, Infrastruktur, wir machen kurz auf Pause. Bildung da. Wir müssen das Gebäude hier nochmal wegreißen, leider. Wupp. Auch wenn es jetzt wirklich weh tut. Ach Mist. Das ist ja natürlich. Na egal. Also, pass mal auf. Die Kneipe ist da. Guck mal, die Kneipe, die passt da hin. Wupp. So, Kneipe gebaut. Wunderschön. Zack, dann wollen wir die Straße nochmal machen. Die Straße haben wir gebaut. Nee, die Straße ist noch nicht da. Die müssen wir hier nochmal verbinden. Die will er da nicht hinbauen, weil jetzt da so viel anderen Kram im Weg ist. Okay. Das nehmen wir nochmal weg. Okay, machen wir hier nochmal die Straße ran.
Ach so, ja, weil da drüben der Fußweg noch ist. Aber das ist ja nicht das Problem, ne? Das kriegen wir hin. So. Straßenfußwege. So. Und zwar Fußwege hier. Dahin. Dorthin. So. Und dann gehen wir mal hier rüberschieben. So, zack. Dann müsste das schon mal so die halbe Miete sein, ne? Dann kriegen wir nämlich hier auch wieder mehr Arbeiter rein. Weil halt eben, ja gut, ne, die können jetzt Taverne besuchen, die können Kindergarten und hast nicht gesehen, das funktioniert alles. Ich muss mal sehen, wie weit die laufen können. Wir haben ja schon eine ganze Ecke abgedeckt, denn das ist schon mal gar nicht schlecht. Lass uns aber nochmal sehen, was war das hier? Die Kneipe. Hier ist nochmal eine zweite Kneipe. Straße ohne, oh Gott, die haben keinen Saft. Da ist kein Strom. Wieso haben wir denn da keinen Strom? Ach du grüßer Himmel. Da ist Saft. Das ist abgedeckt. Die Kneipe kriegt natürlich keinen Strom. Was ist denn hier? Mal hier mal gucken. Was kriegen wir da hin? Uns fehlt eine Stromleitung, wenn man so schön will. Ach, ist das großartig. Na gut, dann müssen wir da eben noch eine... Noch so eine... So ein Teil hier irgendwo hinbauen. Dass wir hier auch noch Strom hier auf diese Seite bekommen. Weil das Ding Strom hat er, ne? Ja. Hat er. Bloß der hat keinen Saft. Und was ist mit dem Ding hier? Der hat Strom, ne? Strom. Das ist das einzige Gebäude, was keinen Strom hat. Okay, die kleinen Dinger haben auch keinen Saft. Na, okay. Aber das, wie gesagt, kriegen wir hin. Und zur Not haben wir noch Platz, dass wir das hier wegreißen können. Und, ach, hier ist drüben auch noch eine kleine Stadt, ne? Wenn wir das noch mit Strom verlassen, das bringt auch nicht viel, ne? Drei Leute, vier Leute, das sind ein Haufen. Eine Handvoll Leutchen wohnen hier. Ist nicht so groß. Aber auf jeden Fall, pass mal auf. Denn wenn wir sehen, dass wir hier nochmal Strom hinbekommen. Strom. Wir brauchen Strom, ne? So. Und zwar das, nehmen wir mal der Verteiler. Den holzen wir mal hier so hin, ne? Was, hier passt ja auch noch irgendwas hin. Ach, da müssen wir mal sehen, wie wir das am besten bauen. Ich glaube, da müssen wir das früher oder später noch wieder umbauen, ne? Da kommen wir nicht drum rum. So, das Ding ist gebaut. Lass uns mal sehen, Mittelspannwerk. So ein Teil müssen wir irgendwo hier hin basteln. Und zwar irgendwo hier rein. Hier in der Mitte rein. Aber hier sind wieder Straßen, die nicht gebaut worden sind. Das ist wieder nicht gut. So, das nochmal rausnehmen. Bauen wir das ein Teil mal hier zwischen. Schwupps, dahin. Strom nochmal verbinden hier. Zack und zack. Und den hier nochmal dahin. So, und dann hier runter. Ne? So, und irgendwo. Wo war denn das? Ich kann jetzt nicht sehen. Lass mal bauen. Ach, bis dahin. Okay. So. Jetzt müsste hier auch Saft sein. Ja, natürlich. Klaro. Super. Haben wir das auch abgedeckt? Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann müssen wir sehen, dass wir hier LKWs fahren lassen mit Lebensmitteln. Da reicht auch wieder, wenn man so will, ein LKW, der die beiden Märkte hier abdeckt. Pass mal auf, der kann wunderbar hier runtergurken. Das wollen wir ihn aber noch mal ein bisschen vereinfachen. Vor allem, wenn wir die Straße, die wir hier haben, die Straße, die können wir schön nutzen hier. Da fährt nämlich schön die Straße ab und kann hier runterkommen. Da brauchen wir nicht extra da oben hocheiern. Das lassen wir uns einmal machen. Ja, das ist ein Kiesweg, ne? Oder weißt du was, Freunde? Wir bauen hier, wir haben ja Leute, die können bauen, nicht? Wir haben ja sozusagen, so, pass mal auf, Freunde, das könnt ihr selber machen. So. Und zwar, wie weit kommen wir denn hier? Wir müssen bis dahin. Ach ne, warte mal, ich baue das mal anders. Ich mach mal kurz die. Ist das hier gerade? Ist sogar gerade. Ist ja nicht zu fassen. Ist das ja nicht. So, pass mal auf. Wir wollen aber auch nicht so richtig gerade bauen. Also so baut ja auch sowieso kein Mensch. Wir fahren mal bis dahin. Zack. Das muss gebaut werden. Und dann wollen wir natürlich daran, ne? Wir wollen da irgendwie daran. Ich weiß nicht, wie weit wir hier rumkommen. Das müsste, das klappt auch noch gut. Nummer 2. Jetzt wollen wir das mal kurz hier. Warte mal. Rohr. Zack. Pause. Rohr kurz entfernen. Und zwar dieses Rohr. Schwupps. Nochmal zurück. Straße. Die Straße. Von da nach da. Schwupps. So. Und da sagen wir hier, Leute, baut das mal selber. So.
Jetzt müssen wir noch das Röhrchen da wieder hinsetzen. Dann müssen wir nämlich einmal oben. Hier runter. Dorthin und dann da angeklemmt. So. Das bauen wir mit Dollars. Auch wenn wir jetzt die Dollars verhökern, ne? Ach, warte mal. Ich mach dieses. Das mach ich mal weg. So. So, jetzt müssen die eigentlich theoretisch müssten die anfangen, hier zu arbeiten. Keine Arbeiter, Baufahrzeug, fehlendes Ressource, Kies. Okay. Die fahren aber los, holen Kies. Da sind sie nämlich unterwegs. Die rasen los, wie die Verrückten. Ich möchte noch mal was kurz ändern. Und zwar, wir haben hier diese kleinen Busse. Ich möchte noch mal die großen Busse haben. Und zwar 60, 62. 40 Leute reichen auch vollkommen aus, ne? Ich nehme mal die beiden. Zwei Busse. Von mir aus auch drei Busse. Dann nehmen wir die mal raus hier. Die kleinen Gurken, die nehmen wir mal weg. Oder? Ach, lass laufen. Was läuft, das läuft. Egal. So, die holen auf jeden Fall schon mal den Krams ran. Damit wir hier mit Teer arbeiten können. Also erstmal Kies sowieso. Großartig, der macht sich auf den Weg. Dann können wir, dann werden wir jetzt mal nebenbei einen Bus einsetzen, den LKW. Der von hier, wo ist denn hier noch ein Bauplatz? Ne, Quatsch, im Straßenbaudepot. Ist hier gar nicht. Da oben ist ein Straßenbaudepot, warum? Warte mal, dann müssen wir hier theoretisch auch noch eine Tankstelle hinkriegen, ne? Wir haben da eine Tanke. Da müssen wir theoretisch hier irgendwo noch eine Tanke reinkriegen, ne? Wir müssen erstmal sehen. Lass mal sehen. Tankstelle. Tankstelle ist da. Kriegen wir irgendwo Strom her? Da kriegen wir Strom her. Da ist schon Schluss. Also lassen wir mal hier eine Tankstelle bauen. So, fupp, Tankstelle. So. Zack. Fehlende Ressourcen, Beton, Kies, Asphalt. Okay. Was brauchen wir denn hier? Asphalt und Stahl. Beton haben wir, Kies haben wir, Asphalt haben wir. Na gut, Stahl haben wir nicht. Aber wie gesagt, die können da schon mal anfangen, das zu bauen. Ich weiß nicht, was kostet der Spaß? 5.700 Dollar. Oder, machen wir einen Rubel. Hopp. Und das hier, machen wir auch mal einen Rubel fertig. So, bitteschön. Wir brauchen jetzt erstmal einen LKW. Wo haben wir denn Bau... Wir haben hier kein Depot, ne? Höchstens hier oben. Da ist ein Depot. Da steht auch ein LKW vor sich hin. Ey, super. Da nehmen wir doch glatt nochmal. Da kommen wir noch ein mehr von. Geschlossene LKW. 7210 Tonnen. 62 läuft das Ding bloß. Der läuft 80. Kaufen wir so einen noch dazu. Lass ruhig zwei verschiedene. Macht ja auch nichts. Ne? 9,6 Tonnen. 9,6 Tonnen. 6,5 Tonnen Essen. 4,5 Tonnen. Oh, Mist, habe ich verkehrt geguckt. 6 Tonnen Essen. Das ist natürlich besser, ne? Hätten wir den nehmen sollen. 6 Tonnen. Aber der läuft. Der läuft 70, ne? Ach, wir kaufen da zwei Stück von. So. Die haben wir. So, jetzt muss ich bloß mal die beiden nochmal zu fassen haben. Mein Freund und du auch. So. Die sagen wir einfach mal. Hier, pass mal auf, ihr Freund. Ihr fahrt hierher. Zack, da einmal beladen. Und den genauso. Beladen da. Und dann fahrt ihr hier nämlich ganz runter. Wir hätten, wie gesagt, auch einen Zug hier runterfahren lassen können. Können wir auch später machen. Aber lassen wir mal ruhig mit dem LKW fahren. Die sollen ja auch ein bisschen Bewegung haben, ne? Fahren wir dahin zum Entladen. So, fahr los. Und du, mein Freund, fährst dahin. Fupp. So. Siehst du wohl. Dann sind die auch unterwegs. Dann holen die Lebensmittel, hoffe ich mal, schwer. Beladen mit Lebensmittel. Nehmen wir alles mal weg hier. So, Lebensmittel. Da soll beladen werden und der genauso. Bevor er hier noch irgendwie Pflanzenkrams noch einlädt. Halt, stopp. So. Das beladen. Sehr cool. So, und ich hoffe, das ist hier jetzt wieder einigermaßen besser geworden. Keine Sportart. Wir müssen hier noch Sportartengeschichten reinbauen. 33, also wie gesagt, hier sind ja schon Leute abgezogen. Sportarten.
Lass uns mal irgendwie Sport an was gucken. Wie viele Leute arbeiten hier? 12. Es ist nicht viel, ne? Da ist kein Treibstoff mehr drin, ne? Okay, weil die jetzt hier absaugen wie großartig, ne? Wir müssen sehen, dass wir hier Leute rankriegen. Wir müssen sehen, dass wir hier Leute rankriegen. Und zwar, lass uns doch mal 21 von 120. Guck mal. Wenn wir jetzt hier den Leuten sagen, keine Ahnung, was das Beste ist. Lass uns mal hier ein paar Leute anwerben. Dritten Welt, Ostblock, ne? Die hier. Haben wir voll. So. Zack, die haben wir hier. Die wollen wir auch nochmal haben. Zack, auch voll. Jetzt haben wir natürlich wesentlich mehr Arbeiter, ne? Was ist denn das hier vorne? Warum ist das rot? Warum ist das rot? Okay, keine Ahnung, was das war. So, das läuft. Hier sind sie auch alle beschäftigt, sozusagen. Wir müssen noch Sportarten, ne? Sportgeschichten, pass mal auf. Da haben wir doch zum Beispiel sowas hier. Das passt nirgendwo hin, ne? Das ist das Problem. Das passt nirgendwo hin. Können wir höchstens hier draußen hinbauen. Das ist aber zu weit weg, das ist nicht innen drin. Lass uns mal wissen, aber ich habe doch hier die Mod, ne? Die Mod. Wo ist die kleine Tischtennisplatte? Das ist nervig, das ist ein bisschen, alles klar. Gut. Was ist das hier? Ein kleines Kino, sehr cool. So, wo war die Tischtennisplatte? Da. Da ist die Tischtennisplatte. Die können wir nämlich wunderschön eigentlich theoretisch überall reinbauen. Swaps dahin. Ach ne, warte mal. Dann können wir doch hier mit Dollars bauen lassen. Ne, wir können doch mal Rubel nehmen hier. Rubel, Rubel, Rubel. Aber das passt wirklich überall rein, ne? Ne, das will er da nicht bauen. Okay, da nicht. Okay, 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 okay. Aber hier, ne? Da ist nämlich einer super. Pflanzen wir hier noch was zwischen. So. Ach, warte mal. So, dahin. Von mir aus da auch noch ein Meer hin. Zack. So, ne? Hier drüben genauso. Wir haben nicht genug, ne? Da eins hin. Von mir aus können wir hier auch noch was bauen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Da nochmal hin. Also wir können jetzt die Dinger, also ich finde das schon mal sehr cool. Wir können das Teil überall hinbauen. Und das Schöne ist, das wird ja auch noch genutzt, ne? So. Ran in die Buletten, Freunde. Macht mal. Was ist hier los? Achso, warte mal auf. Bauen. Sag mir jetzt nicht, die haben das doch, ne? Es war nur dieses hier. Zack. Zack. So. So, das muss ich jetzt bloß erstmal regenerieren. Das sieht ja schon besser aus, ne? Auch sieht ja schon viel besser. Kein Krankenhaus. Die haben ja kein Krankenhaus. Das müssen wir auch noch bauen. Ich glaube es ja nicht. So. Schüler brauchen hier nicht warten, weil. Schüler brauchen hier nicht warten, weil das ist überflüssig. Weil hier drüben ist keine. Ach, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem mit Strömchen. Augenblick. Warum haben wir ein Problem mit Strom? Das ist, weil keine Arbeiter da sind. Warum nicht? Jetzt haben wir ein Problem. Wo fährt der hin? Das ist für. Das ist auch einer für Straßenbau, ne? Wo fährt der hin? Alles klar. Jetzt müssen wir da mal kurz was basteln hier, weil jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir keinen Strom. Was haben wir denn hier? Das ist Trolleybus-Haltestelle. Jetzt haben wir ein kleines Stromproblem. Ach du großer Gott, wo will der denn hin? Greenhouse, da fährt der hin. Und er hier? Bushaltestelle 2. 32 Arbeiter. Jetzt werden wir den nochmal sagen, neuer Stopp, pass mal auf, mein Freund. Fahr mal hierher. Da fährst du erstmal hin, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das kann er jetzt machen.
Ja, er fährt da jetzt hin, damit wir den Strom im Laden haben. Und dann werden wir was anderes bauen. Wir werden hier mal einen direkten Bus hinfahren lassen. So, aber da raus. Jetzt nehmen wir das hier mal wieder weg, ne? Hopp, so. So, ist wieder der Strom im Laden. Alles klar, läuft wieder. So. Jetzt werden wir hier mal einen kleinen Bus besorgen. So, Bus, Bus, Bus. Wir brauchen das, wir brauchen noch ein kleiner sein. Das ist egal, ne? So, nehmen wir mal so einen hier. Ist egal. So, mein Freund, du fährst nämlich jetzt. Wo ist das denn? Das ist egal, ne? Hier ist auch unheimlich Stau. Das ist ganz klar. Die haben nur gestanden hier, ne? Die haben jetzt hier gestanden. Wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Zwei Arbeiter sind da. Was ist denn hier? So, der kleine Bus hier, der fährt mal von da. Wupp, immer hierher. So, da hin und her. Ach Mensch, was ist denn hier los? Fahr mal. So, stopp. Dahin und dorthin. Und auf geht's. Zack. Das macht er sich auf die Socken. Da fährt er runter. Und fährt immer zwischen Kraftwerk und Haltestelle hin und her. Da haben wir auf jeden Fall immer Leute da. Dass uns nicht nochmal passiert, dass wir hier keine Leute haben. Weil das ist doof. Das geht nicht. So, das geht nicht. So, hier wird gebaut wie groß, ne? Genau, mit Beton und Beton und hast du nicht gesehen, hier läuft es. Funktioniert. Alles klar. Brauchen wir uns da nicht drum kümmern, das läuft. So, und hier müssen wir sehen, dass wir mehr Leutchen hier reinkriegen. Die hier mit Vollgas arbeiten. Da haben wir nämlich Treibstoff noch. Hier ist nichts drin, aber da kommt jetzt rein, was rein. Und Beton genauso. Falls, wenn der nächste Zug kommt, dann... weil wir wollen ja auch was verdienen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo der abgeblieben ist. Da ist er. Da fährt er. Was hat er drin? 58.000, hat nur 26. Okay, ist nicht voll geladen. Der ist nicht voll beladen. Auf jeden Fall nicht. Da sehe ich so. Okay, aber das können wir jetzt mal ändern. Warten bis voll. So. Wenn er wieder kommt. Aber wie gesagt, ist Kohle, die uns, ne, die wir gut brauchen können. So, was haben wir jetzt hier noch? Da ist, guck mal, da werden Lebensmittel hingefahren. Siehst du wohl. Und hier oben? Genauso. Das ist voll gleich. Das ist doch großartig. Jetzt können wir auch mal sehen. Kindergarten funktioniert. Schule haben wir jetzt noch gar nicht hier. Da müssen wir mal sehen, wo wir die Schule hinbauen. 120 Leute, was ist hier noch? 20 können nicht zur Schule gehen, weil es keine Schule gibt. Das ist nämlich das Problem. Sportarten haben wir hier, keine Kultur. Alles klar. So, was ist hier drüben noch? Das ist das gleiche Spiel, ne? 54 ohne Job. Okay, wo könnt ihr denn hinlaufen? Ihr könnt nicht zum Busbahnhof latschen. Da ist das Problem. Es ist zu weit weg. Wir können hier drin aber theoretisch einen Bus fahren lassen, der hier... einmal so ein bisschen rumgurkt, ne? Weil die kriegen wir auch nicht zu fassen. 23 ohne Job. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir hier... Pass mal auf. Kriegen wir das hin? Lass uns mal kurz mal so theoretisch gucken. Busplattbahn. Haltestelle. Da ist eine. Die würde theoretisch hier zwischenpassen, ne? Oder auch nicht. Wenn wir das wegreißen würden. Ich weiß nicht, ob das passt. Aber da kriegen wir die, schon mal die meisten zu fassen, ne? Und dann weiß ich nicht, ob er den Bahnhof anfährt oder nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das mal abreißen hier. Dann brauchen wir auch noch eine Tankstelle hier rein, ne? Oder wir müssen das sowieso noch alles verbinden. Aber er speichert mal wieder, ne? Kennt das Spiel. So, und wie ist das hier? Es ist verbunden auf jeden Fall, da hoch. Was fährt da denn für ein LKW? Ach, das ist mit Lebensmittel, alles klar. Jetzt fährt er mit 1,3 Tonnen wieder zurück. Naja, er ist in Bewegung. Naja, gut, Bewegung ist gut. So, was haben wir hier an Benzin? Das Ding ist voll. Und hier oben? Das ist auch voll. Siehst du wohl. Es läuft.
So, hier kommen auf jeden Fall auch Leute rein. Schüler brauchen wir hier nicht laufen lassen. Ich habe das doch schon weggeklickt, oder nicht? So. Ach, verkehrten Knopf gehabt. Na gut. So, Schüler brauchen noch nicht warten. Egal. So. Haben wir... Lass mal kurz einen Bus basteln hier. Lass mal einen Bus mal bauen. Nur mal so zum Gucken. Und zwar 75, 52 Leute. Der reicht vollkommen aus. Ein Bus langt. Lass uns den mal kurz schnappen. Ob der hier... Er kann da hinfahren. Super, das ist klasse. Das ist schon mal die halbe Miete. Dann müssten wir mal sehen. Vielleicht kriegen wir das ja sogar hin, dass wir hier irgendwo einen... Machen wir auf Pause erstmal hier so. Ich reiß das hier mal erstmal alles weg. So. Ein bisschen wegreißen, damit wir hier vielleicht so eine kleine Haltestelle reinkriegen. Die passt hier noch nicht mal rein. Ne, passt hier nicht rein, weil da noch was im Weg ist. Und zwar diese Straße. So, jetzt vielleicht. Was ist das Problem? Was habe ich denn da? Ist da irgendwas unter? Ach, da passt es hin. Okay, pass mal auf. Er baut da unten aber nicht die Straße. So, gut. Dann bauen wir die Straße eben irgendwie anderweitig. So. Straße. Und zwar hier. Wupp. Und die dahin. Zack. Und Fußwege wollen wir natürlich auch gleich ranbauen, wenn wir das hinkriegen. So. Zack. Straßenverbindung dahin. Ja, ist ein bisschen knapp hier, ne? Gerade ein bisschen ärgerlich. Auch hier auf diese Seite geht es nicht. Aber wir haben da schon mal eine Fußwegverbindung. So. Wo können die denn, wenn wir das gebaut haben, können die da hinkommen? Oh, die können da hinkommen. Ganz locker flockig, das passt. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, dass die eventuell... Was ist denn, wenn wir hier noch... Nee, das geht nicht. Dann kann der Bus theoretisch immer hier den, das Ding abfangen. Wir brauchen aber irgendwie noch eine zweite. Wir müssen irgendwie noch eine zweite... Haltestelle müsste hier noch. Eine zweite Haltestelle her. Vielleicht kriege ich das hin. Wir geben unser Bestes. Vielleicht klappt das sogar. Haltestelle. Wir brauchen eine mehr. Wupp. Bitte lass uns hier mal eine Haltestelle reinkriegen. Wie schade. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir hier eine Haltestelle reinkriegen. Dafür muss ich das hier mal abreißen. Lass mal alles wegnehmen hier. So. Eine Haltestelle hier nochmal zwischen rein. Er will uns das hier nicht reinbauen. Okay, doch, ging doch. Super. Ja, Mensch, ne? Haltestelle ist da. Geht nicht, weil da ein bisschen Gedönsel dran ist. Na, komm her. So, da ist noch was mehr. So, Straße. Warte mal, können wir auch gleich die gute nehmen, ne? Gute Straße hier. Pass mal auf, so. Das ist gebaut. Und Fußwege nochmal verbinden hier. So. Dahin, dorthin. Ach ne, jetzt haben wir es nicht abgerissen, wir Ochsen. Na gut, egal. So. Zack. Haben wir das nochmal verbunden? Das ist super. So, da nochmal hin. Dahin. Und was ist jetzt hier? Okay, er will das da nicht verbauen. Gut. Aber die kommen wesentlich auch dahin. Dann können wir hier mal einen Bus fahren lassen, der von da nach dort fährt. Wie weit können wir denn hier laufen? Tatsächlich, ist ja nicht zu fassen. Gut, dann lass mal den Bus nehmen hier. Machen wir mit meinem Freund. So. Du fährst hier wunderschön mal den Kreisverkehr ab. Dahin und dorthin und dann fährst du dahin. Auf geht's, mein Freund. Fahr los. Und eine Tankstelle haben wir hier gar nicht, wie gesagt. Die haben wir noch gar nicht eingebaut, weil die Tankstelle ist da oben. Und das ist ja blöde, ne? Die müsste hier unten im Dorf ja auch noch sein.
So, und zwar eine Tanke. Wir brauchen hier eine Tankstelle. Hier so hin. Das wäre schon super. Deswegen müssen wir hier mal Straße wegreißen. So, Tankstelle. Zup, da ist eine Tankstelle. Da werden wir doch nochmal sehen, dass wir hier nochmal einen Tanklastwagen. Was haben wir hier denn für einen? Wo ist der denn jetzt hin? Ach, der war zum Tanken selber. Ich glaub's ja nicht. Na gut, die müssen ja auch tanken. Nützt ja immer nichts, ne? Gut. Fährt der wunderschön ab. Super. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine Tanke, die noch nicht. Lass uns mal einen kleinen Tankwagen besorgen. Neues Fahrzeug kaufen. Tanken. Öltanker. Haben wir was ganz Kleines, was ganz Niedliches. Was ganz Billiges vor allen Dingen. Den hier. So, den haben wir uns mal kurz zugelegt. So. Und ich sehe, die Zeit ist schon wieder durch, ne? Alter, die ist sowas von durch. Aber lass den nochmal kurz. Du fährst dahin. Wupp. Und du fährst dann da die Tankstelle ab. So. Und das Wichtigste ist, bitte Benzin laden. Ja? Nichts anderes. So. So, der Bus fährt schön seine Strecke ab hier. Super. <lacht> 44 Arbeiter. 8 Passagiere. So. Das ist natürlich jetzt eine kleine Kiste, ne? Das ist natürlich nichts Großes. Gut, der fährt auf jeden Fall jetzt zum nächsten hin. Aber dann müssten wir doch irgendwann mal richtig viele Leute hier bekommen. Wo ist er jetzt hin? Ach ja, Benzin tanken. Er muss erstmal tanken fahren. Ja, klar. Okay. Na gut, dann lassen wir das mal machen. So, was haben wir jetzt hier an Arbeiter? 30. Das ist natürlich jetzt nicht der Burner, ne? Aber wir haben echt nicht viel Kram. Wir müssen echt sehen, dass wir hier mehr Leute hinkriegen. Das ist ganz wichtig. Bürger entscheiden selber. Ne, Bürger entscheiden nicht selber. Den sagen wir doch mal, wo sie arbeiten sollen. Die soll dahin auf jeden Fall, Freunde. Das ist ganz wichtig. Und da auch noch. Wie gesagt, wenn da nicht genug Leute sind. So, dahin. Wupp. Was haben wir hier? 2 können. 4 können. 9 Leute. Da sind nur 9 Leute, die da arbeiten. Ich glaub's ja nicht. Wieso sind nur 9? Aber wie weit können die denn laufen? Ach, das Problem ist, wir haben hier noch nicht mal einen Lebensmittelmarkt. Hier hinten fehlt noch ein Lebensmittelmarkt. Wir müssen hier noch einen mehr bauen. Och, großartig. Was haben wir hier denn? Da wohnen nur 21 Leutchen. Mal schauen, wo die hin können. Die 21 Leutchen können sie denn auch zum... Die können nicht mal einen Lebensmittelmarkt erreichen. Okay, wir müssen noch sehen, dass wir hier oben noch einen Lebensmittelmarkt hinbekommen. Damit wir die auch nochmal glücklich stellen. Und dann können wir hier auch mehr Leute umsiedeln, damit wir hier ein bisschen mehr Leute kriegen. Ne, was haben wir hier drin? 18 Arbeiter, ist echt ein Witz, ist nicht viel. Hier sind zu wenig Arbeiter. Wir müssen sehen, dass wir hier mehr Leute rankriegen. Und hier drüben wird fleißig gebaut, ne? Jetzt, ihr seid hier am Beton machen oder hier Asphalt machen wie die Großen. Fehlende Ressource Asphalt. Warum? Bitumen. Es fehlt Bitumen. Ach du großer Gott. Nein, wir Ochsen. Warte, warte, warte. Wir haben was vergessen. Och, wir großartig. Nein, wir haben hier was vergessen. Ich glaub's ja nicht. Wir haben ein Röhrchen vergessen einzubauen. Und zwar dieses hier. Och, super. Läuft ja bei uns. So, wir müssen mal kurz nach oben. Hier einmal wieder weg. So. So ein Mist. Ach, großartig. Sind ja der Helden hier. Jetzt läuft es, ne? Ja, läuft wieder. Super, ich habe ja auch gesagt, da läuft es ohne Probleme. Was ist? Kein Bitumen da. So, jetzt wird hier auf jeden Fall, ne?
Ja, wird hergefahren. Gut, das ist schon mal die halbe Miete. Dann können wir jetzt auch mal sagen, dass der Zug erstmal nur Benzin laden soll. Wenn er denn wieder kommt. Aber die Zeit ist durch, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Also bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Bis denne.